So, wir haben also hier jetzt eine Diskrepanz zwischen den knapp 2 kW, die aus der Steckdose gezogen werden. Das zeigt mir der GoE-Charger an. Das zeigt mir aber, wie gesagt, auch hier mein Messgerät an. Und dem, was tatsächlich im Akku landet. Ja, hallo, hier ist wieder Julian von der Interessengemeinschaft Elektromobilität. Heute in der heutigen Folge von E-Erklärt wollen wir mal den Begriff Ladeverluste auf die Spur gehen. Ladeverluste, geht da irgendwie Ladung verloren? Also ich bin jetzt hier schon irgendwie um meine Zoe rumgekrochen und habe irgendwie versucht, die verlorene Ladung zu finden, habe aber nichts gefunden, aber ich habe was anderes gefunden, was es sein könnte. Ich möchte euch heute mal ein bisschen erklären, was das eigentlich bedeutet, wenn ihr immer lest, beim Laden treten Ladeverluste auf. Ich habe dazu mal einen kleinen Versuchsaufbau vorgestellt. Und zwar folgendes. Ich habe ja hier meine Ladestation, an die habe ich jetzt mal hier ein Verlängerungskabel angeschlossen. Und an diesem Verlängerungskabel hängt ein kleines Steckermessgerät, mit dem man also, das kennt ihr vielleicht, messen kann, was so der Kühlschrank verbraucht oder der Fernseher. Und an diesem Steckermessgerät ist über dieses blaue Kabel mein GoE-Charger angeschlossen. Und der zeigt mir jetzt auch schon hier durch die 10 blauen LEDs an, dass er also 10 Ampere Ladestrom zur Verfügung hat. Und hier ist das Ladekabel meiner Zoe eingesteckt. Und das ist jetzt im Moment noch nicht in dem Ladeport eingesteckt, aber es liegt bereit. So, der GoE-Charger zieht so ein bisschen Strom für 4 bis 5 Watt pro Stunde. Und jetzt habe ich mal hier mir 2 Handys hingelegt, wo ich 2 Apps drauf zu laufen habe. Und zwar das hier ist die App CanZE. Also das ist eine App, mit der kann man so ein bisschen die Daten aus dem Bordcomputer der Zoe auslesen. Ich habe also in der Zoe so einen USB-Dongle reingesteckt und jetzt sind die beiden miteinander verbunden. Und ich habe hier mal eine Seite aufgerufen, die heißt Ladeparameter. Und da kann man jetzt wichtig sehen, hier nämlich, das ist das, was im Moment gerade die Zoe an Strom verbraucht, obwohl sie gar nichts macht. Die ist also jetzt im eingeschalteten Zustand, aber man fährt nicht und sie verbraucht 200 Watt, ungefähr 200 Watt Leistung. Hier auf der anderen Seite ist die App passend zum GoE-Charger. Hier habe ich jetzt mal eingestellt, dass ich zum Beispiel gleich mal anfangen möchte mit 10 Ampere zu laden. Und man kann auch hier schon so ein bisschen sehen, was an dem GoE-Charger angeschlossen ist. Also er hat ein 32 Ampere Kabel erkannt. Er hat die Spannung erkannt mit 229 Volt, aber es fließt im Moment kein Strom und keine Leistung. Okay, dann wollen wir jetzt mal hier die Zoe einfach mal anschließen. Peng. So, es macht klick, klick, klack am GoE-Charger. Wer so einen GoE-Charger kennt oder schon mal gesehen hat, der weiß, dass die Farben der LEDs angeben, was das Gerät gerade macht. Und jetzt könnt ihr sicherlich hier erkennen, dass die LEDs jetzt hier im Kreis wandern. Vielleicht hört ihr es auch so ganz leicht fiepen im Hintergrund. Ihr habt es auch gerade hier von meinem Handy gehört, denn die Zoe gibt ja immer eine SMS-Nachricht, wenn eine Ladung startet. So, dann gucken wir mal auf das Netzmessgerät hier. 2070, 2000, ja, das schwankt so ein bisschen, also so rund etwas über 2000 Watt werden jetzt gezogen. Und jetzt gucken wir mal erstmal auf die App hier vom GoE-Charger, was der anzeigt. Also er zeigt an, 9,6 Ampere werden gezogen. Und der Wert, der jetzt hier steht, das ist das, was der GoE-Charger misst an Strom, der jetzt aus der Steckdose kommt. Also knapp 2 kW. Wir gucken nochmal zurück. Zeigt ein bisschen weniger an hier auf dem Messgerät, aber so ungefähr 2 kW werden gezogen. Das passt ganz gut. So, Bild ist wieder scharf. Die Spannung ist jetzt ein kleines bisschen eingebrochen hier. Das ist klar wegen der Last. So, und jetzt gucken wir mal, was die Zoe angibt, was sie an Strom bekommt. Die Ladeleistung liegt jetzt hier, 1,6 wird angezeigt. So, wir haben also hier jetzt eine Diskrepanz zwischen den knapp 2 kW, die aus der Steckdose gezogen werden. Das zeigt mir der GoE-Charger an. Das zeigt mir aber, wie gesagt, auch hier mein Messgerät an. Und dem, was tatsächlich im Akku landet. So, jetzt haben wir vorhin gesehen, die Zoe zieht ungefähr 200 Watt im Stillstand für den Bordcomputer. Das heißt, 1,6 plus 0,2 sind 1,8.
Und diese Differenz, die dann immer noch bleibt, diese 200 Watt, das sind dann sogenannte Ladeverluste. Das heißt, das ist also praktisch die Energiemenge, die zwar letztlich irgendwie in Richtung Akku geht, aber da nicht ankommt. Und das sind Verluste, die in der Ladeelektronik im Auto auftreten. Das ist bei allen Fahrzeugen so. Und hier liegen also die Ladeverluste so bei ungefähr 10%, etwas über 10%. So, jetzt können wir mal Folgendes machen. Jetzt schalten wir mal den GoE-Charger ein bisschen hoch und sagen, ich möchte gerne mit 16 Ampere laden. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommt, das Fiepen an der Zoe hat sich jetzt also auch verändert. Wir gucken erstmal hier, also hier zeigt jetzt der GoE-Charger an, er würde 3,75 kW ziehen, knapp 3,7 kW. Wir gucken mal, ob das so ungefähr hinkommt. Steckermessgerät zeigt 3,5, also da ist jetzt schon eine kleine Differenz. Sind ja auch alles keine geeichten Messgeräte, aber jetzt werfen wir mal einen Blick. Jetzt wird also mit 3 kW geladen. Und das bedeutet, wenn wir jetzt hier wieder diese 200 Watt dazu rechnen, die wir so an Verbrauch haben für die Bordelektronik, dann sind wir hier bei 3,2. Aus dem Netz ziehen wir ungefähr 3,5. Das heißt, wir haben also auch hier jetzt immer noch einen Ladeverlust, der so bei etwa einem Drittel kW liegt. Ja. Wollen wir mal hier nochmal drüben gucken. Die Spannung hat sich jetzt nicht verändert. Er zieht 16,4 Ampere. Genau, so. Und jetzt können wir auch nochmal versuchen, hier einfach mal die Ladeleistung extrem runter zu regeln. Ich gehe mal hier auf 8 Ampere runter. Das könnt ihr also zum Beispiel machen, wenn ihr eine PV-Anlage habt und wollt möglichst viel von eurem eigenen Strom in die Zoe reinladen. Dann seht ihr jetzt auch hier, die Ladeleistung liegt bei ungefähr 1,5 kW. Wir vergleichen das mal. Das kommt ziemlich genau hin. So, und tatsächlich in den Akku geladen werden aber in Anführungszeichen nur 1,1. Heißt also plus 0,2 sind wir also auch wieder bei rund 200 Watt. Verlusten, die sozusagen nicht im Akku ankommen. Ja, das ist also das, was es letztlich mit diesen Ladeverlusten auf sich hat. Wir haben also immer gewisse Verluste, die liegen so bei ungefähr 10-15%, je nach Fahrzeug und Hersteller und Bedingung, zwischen dem, was man sozusagen aufnimmt und dem, was dann tatsächlich im Akku ankommt. Ja, soweit zu diesem kurzen Thema Ladeverluste. Jetzt wisst ihr also, dass ihr die Ladeverluste nicht unter eurem Auto suchen müsst, sondern dass es einfach Verluste sind, die unvermeidlich sind, zum Beispiel einfach durch Wärmeentwicklung im Akku oder durch Widerstände in den Kabeln und durch die mehr oder weniger effizienten Ladetechnik, die bei euch im Auto eingebaut ist. Hoffe, das war für euch ein bisschen interessant. Wäre schön, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, Julian sagt ciao. Ciao.